Geht es jetzt hier weiter bei Hotspot mit der Stadt des Tages und das ist heute Iserlohn. Wir schweben schon bei Google Earth über Deutschland und warten darauf, jetzt uns heranzuzoomen rein nach NRW, nach Iserlohn. Wo liegt es überhaupt im schönen Sauerland, östlich von Wuppertal, Hagen und Remscheid, um genau zu sein. Die Stadt hat 100.000 Einwohner, 100.000 Einwohner, 100.000 Einwohner, 100.000 Einwohner. Dann geht es weiter mit dem Namen von Iserlohn. Eigentlich kann man das Ganze übersetzen mit Eisenwald. Jetzt werdet ihr sagen, wie kommt der Konz jetzt darauf? Ganz einfach, denn im Altdeutschen hieß Isen dementsprechend Eisen und Loh war der Wald und Isenloh, also Iserlohn, bedeutet so viel wie Eisenwald. Hat man das also auch geklärt. Wir wissen, wie Iserlohn heißt und warum es Iserlohn heißt und wir haben natürlich noch einige Bilder für euch vorbereitet, die wir uns jetzt auch ansehen werden. Komm und überzeug dich selbst, wir sehen uns am Hochhaus, dafür brauchst du nicht mal viel Geld. Nein, das geht so auch, bist du jemand, der auf die Natur steht. Kein Problem, es ist kein weiter Weg vom Hochhaus zum Salersee. Aber wenn das nichts für dich ist, dann geh und wirf einen Blick in die verfickte Fabrik. Lauf vorsichtig, denn du siehst den Teufel mitten ins Gesicht. Was das bedeutet, diese Leute spritzen sich vernichtendes Gift. Shit, nach diesem Bild bist du ganz ruhig. Du willst ein Rauchen, dann geh und chill mal am Tanzturm. Genieß den Ausblick, doch verlier nicht so viel Zeit beim Toll. Wir treffen uns heute noch auf dem Schillerplatz mit ein paar Freunden, ziehen los, machen Welle, so wie's sich gehört. Schreien Iserlohn, als ob Iserlohn uns gehört. So wird's immer sein. Frag meine Leute vom Nussberg, sie wissen, wo man herkommt, ist wichtig und hat für uns Wert. Hey, Iserlohn.